Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute ein Spiel-App vorstellen. Es heißt Bowmaster. Dieses App kostet im App Store 79 Cent und es handelt sich bei diesem Spiel um ein Bogenschießspiel auf Holztiere und Zielscheiben. Das Spiel ist eigentlich ein sehr gutes Spiel, mir gefällt es auch sehr gut von der grafischen Leistung. Schauen wir uns mal das Spiel genauer an. Hier sieht man, da oben kann man fortsetzen, wo man beim Level stehen geblieben ist. Zielscheiben schießen, Übungsmodus, Spiel online, aber nur in einer Beta-Version. Die Bonuspunkte kann man sich hier ansehen und gehen wir mal in den Level-Modus. Es stehen zurzeit zur Verfügung 1, 2, 3, 4, 5 Levels. Schauen wir mal ein Level an. Zur Bedienung, der linke Daumen ist die Vorderseite des Bogens und der rechte ist der Pfeil. Hin und her schwenken kann man mit dem Lagensensor. Und man tritt in Level-Modus gegen einen Gegner an. Vorbeigeschossen. Und es kommen immer auch andere Tiere, also Füchse, Hasen, Wildschweine, Hirsche, also. Also mir gefällt es eigentlich sehr gut. Wechseln wir mal in den Zielscheibenmodus. Schauen wir uns diesen auch noch an. Bei den Zielscheiben kann man natürlich auswählen, wie viele Spieler das mitspielen sollen. Ein Spieler, zwei, drei oder vier Spieler. Man kann die Zielscheibe nah, mittel, weit oder weit mit Wind einstellen. Schauen wir mal die mittlere Zielscheibe an. Ja, das ist. Von der Bedienung her echt klasse zu bedienen. Geht wirklich sehr gut. Null. Und da sehen wir natürlich den Score, den Highscore, den was ich gespielt habe. Und nochmal spielen oder Hauptmenü. Schauen wir uns noch einmal ein anderes Level an, wo man die Holztiere abschießen kann. Schauen wir uns das zweite an. Hier könnt ihr sehen, müssen wir auch nach oben sehen, weil oben fahren auch die Gämsen vorbei. Und unten kommt ein Bär heraus und hinten kommen schon die ersten Hirsche. Zu kurz. Ja, das war's auch schon von der kleinen Vorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und sonst bis zum nächsten Mal und ciao.